Hallo, da sind wir mal wieder bei Final Fantasy X 2 mit Robin und Leda. Was war denn das für ein Hallo? Ich weiß nicht. Hast du bemerkt, dass auf der Straße keine Chocobos mehr sind? Nee, die haben es ja nur 1000 Mal gesagt. Ich bin froh, dass wir es bis zur Dämmerung geschafft haben. Ich hasse den Sonnenuntergang dort. Wieso? Weil er voll schön ist. Deswegen hasst du ihn. Wir werden aber nicht noch mehr Zeit verschwenden, die Minenstraße zu erkunden, sondern werden zum Fungus-Pass uns aufmachen. Wenn es auch irgendwas gibt. Guck mal, das ist hier mit 4 Sternen. Das muss voll schwer sein da. Super difficult. Ja, dann mach. Okay. Monster am Funguspass. Die Liga bereitet sich in ihrem Hauptsitz auf eine größere Aktion vor und kümmert sich nicht mehr um die Monster. Ja, Arschlich, ja? Ist nicht mal vertrauenswürdig und verantwortungsvoll. Arschlich. Ja. Kann man so sagen. Was? Hatte eben so einen Schüttelfrost. Wer kennt's nicht? Ach, hier sind wir. Oh. Team Rocket. Ah, it's those creeps again. Maybe there's a sphere here. Maybe. It's our turn to do the following. Ja. Ach, schon wieder Machina. Überall. Good to see you again, Lady Yuna. Haben nicht ausgelernt. You haven't forgotten me, have you? Doch. Sie sind Yibel, isn't it? You're in the youth league. You really do remember me. I am truly honored, Lady Yuna. Since that day we first spoke, the Youth League has been conducting a sphere hunt of its own. We, the Youth League? Clasco, take it from here. Ach, der. We, the Youth League, to better our understanding of Spira's past, vow to remain vigilant in our search for ruins and spheres. Oh, that's enough! Those two guys are getting away! Did LeBlanc's men pass through here? Yes, they said they're here to take care of our fiend problem. You see, the Youth League is in preparation for an important operation, leaving our patrols short-handed. As a result, the road to headquarters has been overrun with fiends. Be warned, unless you can defeat the fiends on the road, you will not be able to pass. So, are you ready to run the gauntlet? Understood. Expect to encounter fiends until you reach the vicinity of the lift. Fight your way through them and proceed to headquarters. That's it. Good luck. Clasco? Clasco, show them the way. Of course. This way, please. Ach, so viele Platten. Yeah, let's hunt some fiend. Das machen wir sonst auch immer, oder? Deswegen kenne ich keinen Yalbai von der Youth League. Ja, ich auch nicht. Ich frag mich auch, wer das ist. Hey, Clasco, dich kenne ich. You seem down. Well, a lot has happened since you brought us the calm. I ended up following Captain Lucille. When she joined the Youth League, so did I. But I'm still stuck playing tour guide. Ugh. You know, all I want is to ride on a chocobo faster than the wind. Tja, Pech. Ich will Chocobos. Wer will sie nicht? Die sind doch toll. Ach, Clasco. Dieser Ort. Ach, der hat mich schon im ersten Teil angekotzt. Die Anzahl der Patrouillen ist zurückgegangen. Besiege die Monster am Funguspass. Wird der Nebel dichter, vermehren sich auch die Monster. Ziel, erreiche den Lifter zum Hauptsitz. Also wenn es dunkel wird, dann sollte man am besten stehen bleiben, weil dann kommt Monster. Also besonders viele Monster. Und wenn es dann wieder hell wird, dann kann man weiter rennen. Spannend. Das ist unglaublich spannend. Weil da ich keinen Bock auf so viele Monster wie möglich habe. Kann ich da mal hier rennen? Also man besucht irgendwie nur die gleichen Orte, kann das sein? Natürlich. Mein Spielberg hat sich auch nicht so verändert. Es sind ja nur 2 Jahre. Hey, Bitches.
Der Fette und der Doofe. Ey, wo wollt ihr? Nein. Vor Boss-Time. Ja, eigentlich nicht erwarten. Oh mein Gott, das ist ein Hinterhalt. Wie sollen wir das nur überleben? Auch diese Pilze können ja eigentlich einschicken. Ja. Da mach ich mal schnell weg. Also. Bam. Dich ist er. Null? Null? Gefragt. Und was soll man zu Zufallskämpfen so schon sagen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Töte das Viech jetzt mal. Jawohl. So, what's next? Mit Augentropfen halten, na ganz toll. Ich glaube, die sind weg. Ja, wir holen die schon ein. Turbo-Ether. Es wird wieder dunkel. Moment. Und es heißt es warten. Ja, man kann auch weiter rennen, aber nach einem Schritt kommen dann direkt die Monster. Ja. Obwohl Nebel ist es ja nicht wirklich. Es ist einfach nur dunkel. Sehr schneller Tag- und Nachtwechsel. Ja, wie im echten Leben halt. Ich weiß gar nicht, ob es hier was gab. Auf jeden Fall war hier die Waffe der Solaris wirklich. Ach echt? Im Vorgängerteil. Ja. Einfach so? Nee, die war ja noch nicht aufgewertet. Und da musste man auch mit dem Flugschiff hin, glaube ich. Da Fug. Das war einfach nur... Da Fug. Da war einfach nur leer. Nee, ich hab keinen Bock, ich renn weg. Da waren gleich so viele. Ja, das dauert ewig, bis ich die hier getötet habe. Ich level später. So wie Final Fantasy 6 immer. Ja, später, später und dann sind wir voll am Abkacken. Nein! Kiste. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Ich werde langsam müde, das ist das Problem. Wir haben schon so viele Parts am Stück aufgenommen, das ist eigentlich nicht so gut. Und es ist schon 12 Uhr damit. Nein! Furchtbar. Ist die Mission eigentlich lange? Nö, wir müssen nur zum Hauptsitz. Das war's? Ich glaub schon. Also, anspruchsvoll sind die Missionen nicht. Gab's hier nicht noch eine Kiste? Nö. Okay. Wir müssen erstmal Ormi und Logos verfolgen. Kannst du jetzt nicht mal mehr verfolgen sagen, oder? Nein. Was? This one ain't no good! Nor this one. What are you doing? Let's get out of here. We must inform the boss. Hey, they dropped something. Finders keepers. Was bringt er? Das ist für eine Nebenquest, die ziemlich spät am Ende kommt. Wenn man die machen will, dann, also man muss hier alle Purpur-Spheroiden finden. Dann kann man in die Höhle und dann erfährt man auch was über Pains Hintergrundstory. Ich glaube, ich habe das einmal nur gemacht. Wir haben gerade mal einen. Wir können uns den, glaube ich, auf dem Schiff dann angucken.
Noch kommen wir in diese versiegelte Höhle nicht rein. Oh. Sprich doch mal vernünftig. Hallo? Hey, long time no see. Marauder. Remember me? Glad to hear it. How have you been? I joined up with the Youth League, and that's been keeping me pretty busy. Oh, I'm a Sphere Hunter now. Ah, that sounds great. Trying out a new way of life. Actually, Posse's a Sphere Hunter now, too. He's the leader of the Kinderguardians. Be nice to him if you see him. How's Isauru? The Youth League discovered this place, you know. It's called the Den of Woe. It was sealed around the time of Operation Mihen. And Isauru? But, the seal can supposedly be broken with the right combination of spheres. I'm afraid this place is off limits until we can conduct a more thorough investigation. So, I'll, have to ask you to leave. I'm sorry. What? Ach so. This place is off limits. Please leave. Der kann uns gar nichts. Wir haben Sinn besiegt. Ein blödes Arschloch. Oh, wir müssen trotzdem noch nach oben. Backtracking. Oh, es wird wieder dunkel. Na, ist ja ganz gut. Zum Glück zieht sich das dadurch nicht. Ha. Mann, mach hin! Sonst kann die überall hinklettern. Dann könnte die einfach jetzt hoch. Aber nein! Müssen wir halt laufen. Uncool. Ach, wieder diese Schimmelflecken. Wieder eine Gammelfolge. Och Mann, nerv. Oh ja, warum nicht 63.000? Das war eine blöde Zahl, aber es sind viele auf einmal und ich habe keinen Bock. Das dauert immer so lange. Du wirkst ziemlich genervt von dem Spiel. Nein, aber ich mag Zufallskämpfe nicht so doll. Die nerven so schnell. Also mich jedenfalls. Kann da auch nichts für. Der Weg ist so lang. Ja, ich hab das. Nein. Ich hab das Level schon im ersten Teil nicht gemocht. Hier kommt Parker. So, ich wollte gerade sagen, du kämpfst. Ja, Rico gegen den Rest der Welt. Wir haben es bald geschafft. Nur noch paar Meter. Oh, das zieht und zieht sich. Ah. Ist das Spiel immer so spannend? Wir sind ja erst im ersten Kapitel, ne? Hm. Da passiert noch nicht so viel. Irgendwann überschlagen sich aber die Ereignisse. Oh. Hält man es kaum aus. Oder so. Ich hab's gleich geschafft. Und hoch. Oh. Und noch so eine Etage. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nein, zum Glück nicht. Gott sei Dank. Nervtötend. Kenn ich. Oh, ich nicht. Wow. Lady Yuna.
It's me, Elma. It's been so long. Wow, you've really changed. How are you? Never better. Now that I'm in the Youth League, I've always got something to do. Hey, you made it past all the fiends. Nice work. Go on, step aside. Right away, Captain. Ich mochte ihre Uniform. Wer ist das? Elma. Wow, look at you. Mir hin offensichtlich und so. Not bad, huh? Das war's. voll difficult, ey. Ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht. Du nicht? Doch, ja. Eigentlich schon. Ein bisschen. Elma? Wenn ihr mit dem Lift da hochfahrt, kommt ihr zum Hauptsitz der Liga dort. Kommandantin Lucille ist auch dort. Singen. Naja. Du hast es aber nicht gesungen. Nein. Hast du spät gesehen. Fahren wir mal hoch und gucken uns an, was aus der Liga geworden ist. Aus der Bürgerwehr früher mal. Sind jetzt alles Penner unter der Brücke. Haben sich alle dem Alkohol zugewandt. Ja, sie schadet. Sind jetzt alle voll versoffen. Party hard. This is Youth League headquarters. The Youth League was formed a year ago by people who opposed New Yevon. Its members claim that in the hands of New Yevon, Spira would only repeat its past mistakes. Their leader is a former crusader named Nuge. Apparently, he earned quite a reputation among the crusaders. Nett. Zelte mit Kanonen? Oder was soll das sein? Wenn wir 5-mal das Schwert schwingen können, gehören wir zu den Großen. Ja, ein riesiges Zelt, ist doch cool. Wir gehen da noch rein, oder? Ja, kriegen wir noch hin. Hallo. Die Liga hat viele Feinde, deswegen sind strenge Überwachung notwendig. Im Hauptsitz findet eine Besprechung statt. Bitte geht weiter. Okay, stören wir die Besprechung. Jetzt mal crashen hier alles. Nichts zum Saufen? Was ist denn das? Was für ein Kack? Kein Freibier. Aber wie sie jetzt alle selbstverständlich Maschinas benutzen. Ich meine, ja gut, aber da ist letztendlich Seneca durch untergegangen. Und sie haben Sinn auferlegt bekommen. Und nach 2 Jahren benutzen sie alles dann wieder. Unglaublich. Sie haben es hinter nicht deswegen gekriegt. Natürlich. Nee. Weil die zu viel Scheiße da gemacht haben. Hallo. Lucille. It's been too long, Lady Una. I am Lucille, Commander of the Youth League Forces. Lucille. It's good to see you. Hiya. I am glad to find you well. As you can see, I have joined the Youth League to aid in the fight for a new Spira. I consider it my duty. Maven Nuge, our leader, has been hoping for an audience with my lady for some time. Unfortunately, he is planning a mission of great import and will be occupied well into the night. I am terribly sorry, but I must ask that you return another day. Oh, it's no trouble. My apologies. The Youth League's looking for spheres too, right? Yes, knowledge of the past is the key to the future, so says the Maven. It is with these words in mind that we seek the spheres of yore. The mission we are planning also revolves around a sphere, but... I am sorry. I had best say no more. It is not a matter to be discussed openly. No, I suppose not. My apologies. Toll. So behandelt man also ein Medium, ein Ex-Medium. Ey, Märchen. Ah, what a pleasant surprise. Would you please give me a moment? Dann lauf mal. Was willst du denn jetzt von dem?
Der erzählt mir was. Oh toll, wie spannend. Ja. Muss doch jetzt nicht jeden Mist zeigen. Was ist los mit dem? What? Ach, lass den doch. Nein, ich will den anderen. My Lady Yuna, I believe it's been fully 2 years. This calls for a celebration. Perhaps you'd like to... Nein. Pity. Oh nein, ich wollte ihn nicht ansprechen. Aber der erzählt voll das Wichtige und so. Der erzählt wahrscheinlich nur irgendeine langweiligen alte Leute Geschichte. Du willst doch gar nichts über die Welt wissen, was? Nein. Dann hören wir uns die das nächste Mal an. Man muss nicht jeden Pups zeigen. Da. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das wissen wollt oder nicht. Schreibt es in die Kommentare, was meint ihr? Ob ihr jeden Scheiß wissen wollt oder... Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, weiterschicken. Nein, wir müssen ja einfach nur sagen, ob die die ganzen Hintergrundinfos haben wollen oder ob wir einfach straight weitermachen sollen. Werden wir uns wahrscheinlich eh nicht durchlesen. Aha. Ich schon. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wäre es das auch in der Folge schon gewesen. Und ja, das nächste Mal werden wir uns dann weiterhin Spira anschauen und gucken, was sich so verändert hat. Hoffentlich geht's dann auch mal zur Sache. Ich finde das bis jetzt eher langweilig. Ja, sind ja nicht die Hauptmission. Vielleicht also, sollten wir mal welche machen. Ich mache das Let's Play, also entscheide ich, was wir machen. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal.